Wir sind heute in der Gemeinde Kasanga angekommen und wurden super herzlich empfangen. Die haben alle auf uns gewartet, sind mit uns hier rein in die Gemeinde reingetanzt. Wir haben gesungen. Ich war ziemlich außer Puste, weil wir gerade so viel getanzt haben, aber es war unfassbar herzlich. Wir sind jetzt in der dritten Gemeinde, die schon Sanitäranlagen und Zugang zu sicherem Wasser hat. Wir haben uns gerade das Pumpe angeguckt, jetzt die Elektrik, die hier extra verlegt wurde, und gehen jetzt weiter zu den Sanitäranlagen in der Schule. Ich wasche mir gerade die Hände in der Kasanga Primary School. Ihr seht, hier kommt frisches Wasser raus. Es kommt tatsächlich auch aus den Tanks und von dem Hauptbohrloch. Hier ist Seife, es ist alles da. Diese Sanitäranlagen sind barrierefrei. Bedeutet auch, Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel im Rollstuhl, können diese Toilettenanlagen nutzen, denn es gibt eine extra Kabine dafür. Hier sind wir in einem Raum, speziell für Mädchen, die schon ein bisschen älter sind. Und hier ist ein Hygieneschrank mit Artikeln, die sie brauchen, wenn sie ihre Menstruation haben. Und können hier die sich sauber machen. Es gibt hier auch eine Dusche. Und es funktioniert hier alles so, dass sie das auch direkt hier entsorgen können. Es wird gesammelt und nachher auch verbrannt, sodass hier alles safe ist und sauber und die Mädchen zur Schule gehen können. Das Wasser wird und das schmeckt wie unser Wasser, was wir zu Hause kennen, was wir jeden Tag trinken. Und es ist schön zu sehen, dass die Gemeinde hier jetzt auch Zugang zu so einem Trinkwasser hat.